Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zur Alva 8 von Imperium Galactic Survival zusammen mit den Helden und ihren summenden Motorrädern. Grüß euch, ihr Helden. Jo, howdy. Jo, grüß euch. Ja, wie man schön sieht, die Sonne geht auf. Zeit für uns loszudüsen. Wir haben einen Plan. Der Aldi fährt nach Südwest, der Patrick nach Norden und der Haubi nach Südost. Starker Sonnenaufgang. Ja, der ist echt schön, ne? Ja, am liebsten hier hinpacken und den begucken. Ah ja. So, dann howdy. Dann howdy, liebe Leute. Auf geht's. Gut. Genau. Stay tuned oder irgendwie so, ne? Rock on. Hier los. Ah, du hast dein Zelt wieder abgebaut? Ja. Na dann. Hey ho, Silva. Ab Richtung Sonne. Ja, wir sind, die Dunkelheit. Wir sind gut ausgerüstet. Ja, und denkt daran, oben rechts an euer Radar jetzt, gell, mit dem Detektor. Also wenn da was Rotes ist, gleich mal in die Richtung düsen. Was wird da eigentlich angezeigt? Nur Ressourcen oder auch alles. Strukturen? Alles. Alles. Einfach nur alles. Das ist verrückt, ist das. Total verrückt. Ja, wer das Ding erfunden hat. Ja, brutal. Ein Genie war das, ein Genie. Ein Genius war das. Ein Schlauer. Ja. Das war bestimmt ein Urahn, ein Ur-Ur-Urahn von mir. Nein, mit Sicherheit nicht. Wieso? Deine Urahn, waren die das nicht die Neandertaler? Aber also, jetzt hören wir mal auf, so behaart bin ich jetzt auch nicht. Ne? Na gut. Ne, und das Feuer habe ich auch nicht entdeckt. Das Rad wahrscheinlich auch nicht. Nein. Dann war das doch jemand anderes. Ich glaube auch. Ja. Also von der Landschaft her ist bei mir sehr schön. Das Problem ist die mangelnden Ressourcen. Bei mir ist sehr flach, aber auch wie bei dir keine Ressourcen. Ja. Also schön Savanne und so, ne? Gibt's auch schön, aber dann lecker was zu essen. Keine Spinnen, aber naja. Hier ist so flach, hier siehst du am Montag oder am Freitag zu Besuch kommt. Klasse. Den Gerichtsvollzieher. Zum Beispiel. Oder den Paketboten. Man weiß es nicht. Ja, ich glaube, hier Siliziumsteine abbauen müssen wir nicht mehr, ne? Nee. Dank meiner Wenigkeit, der ja viel gesammelt hat. Ja, Patrick, kannst du mal kurz das Weihrauchfass bitte schwenken? Okay. Danke. Ja, das wird mir viel zu wenig, wird das hier so erwähnt, die Wertschätzung, ne? Also, muss ich sagen. Patrick, fühlst du dich zu gering gewertschätzt? Patrick? Aktuell? Patrick? Nicht. Haha. Patrick, du bist raus aus unserer Stellaris-Runde. Ich habe etwas Schönes entdeckt. Ja, was hast du entdeckt? Ja, irgend so einen fliegenden Transporter. Oder was das da sein soll. Oh, eine Helix oder sowas. Alien Watchtower. Ui. Genau. Alien Watchtower, interessantes Symbol. Ist das eine Handelsstation, oder? So vom Symbol. Ja, es wird violett angezeigt. Dann ist es vermutlich eine Handelsstation. Ja. Wenn du im Singleplayer bist, Alter, was findet der denn alles? Was findet der denn alles? Zifix. Wieso? Das klingt nicht gut. Er findet den Tod, nicht? Ich glaube auch, ja. Ja. Ich glaube, unser mit Skill gesegneter Österreicher verabschiedet sich gleich. War schön, Patrick. War schön. Ja, war nett mit dir. Okay, danke. Da rennen Leute mit Waffen herum. Ja, sowas. Ja, schießen die? Teils. Okay. Okay. Schießen sie auf dich? Ja. Und zwar auch mit schweren Geschützen. Ich höre so eine leichte Verzweiflung raus. Aldi, was meinst du? Ja, schon, ne? Schon, ne, ja. An was erinnert uns das? Tja, an den Stream, schätze ich. Naja. Ich habe ein Déjà-vu.
So ein ganz ekelhaftes. Es verfolgt mich. Ja. Jetzt entdeckt er noch einen Tempel. Tempel, ne? Da so kannst du ja gleich um dein Seelenheil beten. Ja. Genau. Mhm. Okay, ich fahre, glaube ich, doch nicht in den Norden. Du findest doch nur tolle Sachen. Spontane Planänderung. Ja, ich habe noch gar nichts gefunden, also ich... Ja, nicht. Ja. Deswegen, Patrick, überleg dir das nochmal. Ich bin übrigens wieder im Dunkeln, ja. Schön. Ich habe eine Tüte, nix. Auch eine Riesentüte aber davon, oder? Vom Feinsten, du, vom Feinsten. Ja, 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 ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Respekt davor, hier ins Gebirge zu fahren, weil ich möchte nicht nochmal den Grand Canyon erleben. Ja, mach mal. Wir möchten die Zuschauer sehen. Ja, genau. Die sehen den Haubi schon genug failen. Tja. Meistens, wenn er mit dem Bus unterwegs ist. Aha. Mhm. Ich tauche jetzt ein in einen blauen Zauberwald. Oh oh. Da würde ich vorsichtig sein an deiner Stelle. Ja, Radioaktivität. Genau, richtig. Ah, ich will da raus, ich will da raus. Also hier ist echt nichts, ne? Naja. Im Norden ist Radioaktivität. Das man gerade so. Kann unschön sein. Also wir halten fest. Der Norden hält nur den Tod bereit. Kann auch gar nicht anders sein, weil ich mich für den Norden entschieden habe. Naja, wir wissen schon warum, gell? Nee, nee, ne Tüte, nix ist hier. Dann kommt doch in den Norden. Da findet man den Tod, haben wir gehört. Ah, ist nur ein bisschen übertrieben. Ich habe hier ein großes Gewässer vor mir. Ich dachte, ein großes Gebäude. Nee, das hättest du ja gemerkt. Ja, das geht dann schon sehr stark in den Süden hier. Hm. Ja, ich glaube, es wäre wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir erst einmal irgendwie so eine... Hier kannst du klicken, erst gar nichts. Wenn wir vielleicht so ein bisschen Prometheus holen, ne? Vielleicht ein bisschen Eisen, das ist ja da drüben an der Stelle. Ja. Dass wir dann sagen, dann verzupfen wir uns. Ja. Suchen uns irgendwo einen schönen Bereich, klatschen dann eine Schnellbehelfs-Space hin. Ja. Bauen uns einen Hoover mit entsprechend Detektor. Denn die, also die Bodengleiter, die haben über 2 Kilometer Reichweite, also deutlich mehr als mit dem Bike. Und dann diesmal halt zu dritt, ne, durch die Lande und schauen, ob wir mit dem Hoover was finden. Das ist wahrscheinlich besser. Wahrscheinlich, ja. Weil so mit dem Bike, du hast halt immer das Problem, ne, hängst irgendwo oder... Ja, die Reichweite von 1 Kilometer ist nicht toll. Und vor allem mit dem Bodengleiter kannst du halt auch übers Wasser. Das ist schon sehr angenehm, finde ich. Ja, und gerade bei den großen Gewässern hier, wenn man da so drumherum gefahren ist, ja. Klingt doch in einem Plan. Ja. Ich meine, wir sind jetzt zu dritt unterwegs, ne? Darf man nicht vergessen. Also da sollte man vielleicht das eine oder andere dann doch eher schneller aufdecken können. Echt übersichtlich. Ich meine, wir sind jetzt echt einiges abgefahren. Hm. Ja, dann machen wir das so. Ja, wo treffen wir uns?
Ja, ist eine gute Frage. Ich würde sagen. Östlich vom. Ja, das. Von dem Drohnen-Dings da. Bis ich bei dir bin, ist wahrscheinlich da. Hat wahrscheinlich wieder ein bisschen. Der Patrick ist. Vermutlich am schnellsten mit bei dir. Weil der muss nur nach Südwesten fahren. Dann solltet ihr auf jeden Fall an den östlichen Bereich. Also nicht direkt zu dem komischen. Oh, ich habe eine Side. Dann solltet ihr erst einmal an den östlichen Bereich, also weg von der komischen Drohnenbasis. Ans östliche Prometheumfeld. Ja. Oh oh. Ihr habt eine Struktur, eine feindliche. Vehicleport, alles klar, ich bin da mal weg. Bike! Ja, ja, genau. Oh, Com-Array ist nicht viel besser. Nein. Nein, ist ebenfalls böse. Da ist aber noch etwas hinten. Oh, weißt du, oh, komplett am Arsch, Entschuldigung, am Arsch der Welt. Oh, ist das bitter. Viel zu viel Wasser hier. Naja, dadurch, dass die Planeten natürlich hier übel groß geworden sind, ne? Da zieht sich das alles ganz schön in der Länge, ja. Aber hallo, das kannst du immer singen, ja. Sind die Entfernungen doch ziemlich groß. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen was einsammeln, dass ich mir wieder was zu essen herstellen kann, weil das geht mir dann so langsam aus. Achtet da bitte auch bei euch drauf, gell, dass ihr genug zu essen habt. Das lässt man gerne mal links liegen und dann wundert man sich. Proteine. Ihr könnt übrigens auch Gemüse und Beeren verarbeiten, gell? Falls ihr das noch nicht wusstet. Ja, ich habe mir Beerensaft gemacht. Da gibt es immer wieder solche kleine Patrouillen, die was da unterwegs sind. Die schießen auch auf dich. Genau, und ich mache natürlich genau inmitten von solchen braunen Spinnen halt. Das machst du gut. Die lässt natürlich nicht locker jetzt. Nein, aber du hast ja zum Glück ein Bike. Wenn du da zu Fuß unterwegs bist, hast du ein echtes Problem. Lassen sie auch mal wieder hier nach? Irgendwann, ja. Wenn sie dich lang genug aus dem Fokus verlieren. Ansonsten eher schwierig. Schade, dass man das Gelände nicht sieht, ne, auf dem Radar oben rechts, dass da die Topografie nicht angezeigt wird. Ja. Das wär's noch. Das wäre eine geile Verbesserung. Oder dass man die Mitspieler wieder sieht. Du siehst doch die Mitspieler. Auf der Minikarte oben nicht. Also waren immer die grünen Punkte. Achso, du meinst an der Seite quasi, so wie wenn du irgendwo einen Wegpunkt setzt. Genau. Nö, also da. Das ist hier fünf. Ey, das sind nur kleine Vieh, was hier rumläuft, ey. Ist das denn nicht losgeworden, deine Viecher? Ja, die spinnen schon, aber es ist ja nur so ein grüner Geleehaufen, der da rumheimert. Der tut dir nix. Wenn und so ein großer mit so einer großen Kugel hinten dran. Ah, da wäre ich vorsichtig, der ist glaube ich ekelhaft. Sechs Kilometer, oh Mann ey, ich will ein Raumschiff. Ich bin doch am Leben. Ab wann schießt denn die Abandoned Drone Basis? Oh, ich schätze mal so 400... Ich bin gerade bei ein paar Spinnen vorbeigefahren. Ich bin gerade auf 400. Also dann, ich würde da nicht näher rangehen. Boah. Weil, denk dran... Oh, jetzt kommt die Spinne schon wieder, ey. Ich geh jetzt kotzen.
Ja. Du hast keine Rüstung, ne? Denk dran. Da kommen wir nicht an die Prometheus, ans Prometheus ran. Wir müssen aber an das Prometheus. Das ist voll von Gedöns da. Ja, der Patrick ist ja gleich da. Ihr habt doch beide bestohlen, oder was? Patrick ist gleich da, der Patrick, der eimert doch im Norden rum. Was? Ich hab gedacht, das sollte zu dir kommen. Nö, ist aber nicht. Befehlsverweigerung. Ja, Patrick, also geht das nicht. Alter, ne? Was steht auf Befehlsverweigerung? Ja, da steht der Spinnentod. Der Spinnentod, ne? Wie habe ich dich immer bestraft, wenn du Befehle nicht ausgeführt hast? Gar nicht. Ja, stimmt. In der Lage dazu warst. Na dann. Bring doch etwas Hirn mit. Ja, ne, Prometheus. Komm knicken. Komm nicht ran. Wir brauchen das. Ja, dann müssen wir alle drei da. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Das sind noch knapp 5 Kilometer. Dann bashen wir die Burschen weg. Hast du noch Munition oder hast du alles verballert? Ich hab noch gar nicht angefangen zu ballern. Das mag nicht, der Grund sein. Glaubst du nicht, dass ich es hier mit 5 Spinnen aufnehme? Also mit meiner Pistole. Nur mal angenommen, die Rollen wären jetzt vertauscht und ich wäre da. Was würdest du mir sagen? Ja, dran drauf, drüber. Ja, ja, okay, gut. Ich wollte bloß auf Nummer sicher gehen. Drauf, immer drauf. Immer drauf, genau. Ist ja dein Scoreboard, was dann im Eimer ist. Genau, sehr schön. Zu viel Getier hier. Na gut, wir haben noch knapp 5 Stunden, beziehungsweise 6 Stunden dann wahrscheinlich, bis die Sonne untergeht. Also in der Zeit sollten wir die Spinnen platt kriegen. 3 Kilometer habe ich noch. Wo ist der Patrick? Ich kann jetzt nicht auf die Map schauen. 3 Kilometer habe ich auch noch. Okay. Boah, fickt ihr nicht. Ich muss über Bergketten. Über Stock und Stein, ja. Genau. Nehme ich mal den direkten Weg. Ne, 7 Spinnen, sorry, keine Chance. Ja, 7 ist dann ein bisschen krass. Was ist denn das für ein Terrain? Vorgebirge. Okay. Also nicht so viel Wald und sowas, dann geht's ja noch. Ja, ein bisschen Bäume sind ja. Ja, wenn's nur ein bisschen ist. Ich lock die mal ein bisschen weg, wenn's geht. Das wird alles gut. Kann sein, dass ich auch mal noch ein paar mitbringe. Nein, du sollst keine mitbringen, du hast das falsch verstanden, Patrick. Wen haben wir uns da eingeladen, Aldi? Keine Ahnung. Wohltäter. Ja, ich glaube, so langsam weiß ich, warum Deutschland gegen Österreich verloren hat. Kannst du dich, wieso? Kannst du dich an das Spiel genau erinnern? Etwas. Ja, das hat auch viel zu spät angefangen, weil es so schlecht das Wetter war. Stimmt. Ich habe ja gemeint, die Deutschen, die haben gar nicht gemerkt, dass das Spiel verlegt wurde, sondern die haben regulär dann aufgehört mit Fußballspielen und die Österreicher haben eine ganze Halbzeit ohne Gegenwehr gespielt und haben nur 2 Tore geschossen in der Zeit. Ich glaube deswegen. Ein Eigentor war noch dabei. Ja, mein Gott. Schrecklich, ne? Ja. Oje. Hobby geht schwimmen. Oh. Hobby hat sein Bike gewaschen. Das war aber auch dreckig, das Ding. War höchste Zeit hier. Patrick, der Entdecker. So, wo ist der Alte? Okay. Er ist da drüben. Die Spinne, die kriegen wir noch kaputt. Sag ich dir. Ja, 3 habe ich weggelockt. Soll ich die kaputt machen? Nicht weglocken. Ja, ey. Der Patrick entdeckt schon wieder Sachen? Achso, das ist die Basis. Okay, die hast du ja auch schon entdeckt, Aldi, ne? Genau. Ja. Da kommen sie. Nein, nicht schon wieder Wasser! Oh Gott.
Sag mal, wo zur Hölle hast du mich hier hingeschleppt? Nur Wasser. Nur Wasser an diesem Eck. Kein Sauerstoff, ja, ich weiß. Helm aufsetzen, gib mir einen, ich hab keinen. Helm aufsetzen, weißt du, das Spiel ist so lustig. Nehmt mir meinen Helm. Okay, da kommt die nächste, Patrick. Oh, hier ist eine lustige Patrouille von diesen komischen Ureinwohnern. Ja, musst aufpassen, die schießen. Ja, wenn du drauf schießt, oder beziehungsweise wenn du Tiere in deren Gegend angreifst, dann sind die aggro. Okay, dann rede ich von einer anderen Patrouille. Ja, vermutlich. Die haben Schusswaffen und die schießen nämlich. Hier höre ich doch irgendwas. Das Fuck. Klingt doch gut, das klingt doch gut hier, schau mal, Action. Die können mich so erschrecken, ey. Na, schau mal, den kann ich in den Hintern schießen. Lebt ihr noch? Ne, ist tot. Sind tot. Ja, aber die bewegt sich bei mir. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch, aber trotzdem tot. Okay. Böses Spiel. So, und das war jetzt das Problem hier, oder was? Also schwer war ja, das doch nicht. Ja, es sind ja auch nur drei gewesen. Na gut. Also, wir brauchen Prometheus. Oh, da ist so ein ganz blödes Viech da drüben mit so roten Klubstingens. Ja, hab ich dir doch gesagt, sogar zwei. Ih, das ist doch nicht gut. Wie kriegen wir denn die jetzt weg? Oh oh, blöde Idee. Aua. Hey, die komischen Teile, die verfolgen einen ja. Mit was für eine Scheiße, spuckt das Ding auf mich. Sollen wir den kaputt machen? Ich glaube, das müssen wir fast. Ja, du hast ihn nur schon. Aua, verdammt. Das ist schwierig. Voll drauf, oder? Komm, Angriff, Sturmangriff. Aua. Hautverbrennung. Ja, voll drauf. Ja. Wo ist das Vieh? Irgendwo da drin, ich habe auch eine scheiß Hautverbrennung. Bin gleich tot. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ist am Fluss. Okay, da ist es. Jawohl, kaputt ist es. So, pass mal auf, Aldi. Wart. Hautverbrennung, da haben wir doch irgendwas dabei. Oder? Verdorbenes Lebensmittel, nein, ganz schlecht. Was haben wir für eine Hautverbrennung? Komm mal hier, auf, Dermal Burn, oder? Wo bist du denn? Hier. Ich schmeiß da was hin, Achtung. Wo bist du? Hier, der Gelbe. Versuch das mal, vielleicht hilft das. Antibiotische Salbe? Ja, versuch's mal, vielleicht hilft's. Ich weiß vielleicht es nicht. Hilf gegen... Hast du mir das echt gegeben? Dermal Burn. Ich hab's auf Frieden, offene Wunden. Offene Wunde, Nekrose, Dermal Burn. Na, Dermal Burn könnte das vielleicht sein, ne? Ja, ich hab auch so ein Dingens, aber naja, ich gehe wahrscheinlich drauf. Okay, ist es weggegangen? Ich hab noch drei davon. Ja, dann gib mir mal eins, bitte. Ja. Hast du drei. Danke. Was ist das hier? Hast du auch noch mal eins gegeben, oder nö? Irgendwas anderes. Hurra, wir leben noch! War die Salbe. Was war da drin in dem komischen Viech? Nichts, oder? Ich hab's nicht gesucht. Da war drin Alien-Teile. Okay. Alien-Zahn. Muss auch noch in so ein Vieh rumlaufen. Ja, egal, wir haben's platt gemacht. Wir brauchen Prometheus, Leute. Prometheus. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, ob sie das... Na, du brauchst nee, tatsächlich den Erzscanner. Ja. Also bei Prometheus, Prometheum brauchst du den Erzscanner. Kommen wir nicht drum rum. Ganz schön laut, oder, die Dinge? Findest du nicht? Würde? Genau, ganz schön laut. Wie bitte? Ich sehe ja nur zwei Felder. Ja, ich sehe im Moment auch bloß zwei. Das ist ein bisschen wenig. Ja, ich sehe auch nur zwei.
Aber gut, es hieß ja auch kleines Vorkommen. Jetzt bin ich gespannt, wie viel da rauskommt. Je nachdem. Reizt zumindest für ein bisschen Kraftstoff, dass wir die Hoovers betanken können, wenn wir dann mal die Hoovers haben. Oder wir bauen einen Hoover und fahren zu dritt. Das wäre natürlich kraftstoffsparend. So, die Stunde der Wahrheit. Gleich ist soweit. Her mit dem Ding. 54 Prometheus. Mein Herr. Mhm. Ihr seid an dem anderen dran, ne? Ja. Ja, es ist tatsächlich nur das eine hier. Ich sehe sonst nichts. Krass. Gut, 54 Prometheum, das sind 54 Energiezellen. Das ist schon ordentlich, ich habe 13. Ich meine, das sind, also ich glaube, ein Prometheum-Erz ist eine Energiezelle, oder? Eine kleine. Keine Ahnung, kriegst du 10 Pellets raus, oder? Ja, ja, ich meine schon, ja. Aber das ist so ein grüner Schleimling. Schau, ja. Der tut dir nichts. Merkst du schon? Ja. Kann ich hier. Dumm-di-dumm. Hallo. Guck. Soll ich dann ein Foto machen von dem? Slimo. Hör auf, du sollst dem nicht in die Nase bohren. Ihr Bösen, lass den. Du hast böse Ideen, ich merke das. Der Alte will schon wieder auf den Screenshot. Hörst du auf, Patrick? Mach keinen Scheiß. Komm nach den anderen Prometheus holen. Er ist ein bisschen nah dran an der Basis. Er ist ein bisschen nah an der Basis, hätte ich auch gesagt. Das ist, glaube ich, Suizid. Muss nicht sein. Also ein Job für mich. Genau, das lassen wir an Patrick machen. Guter Mann. Das Eisenerz hier. Wie sieht's damit aus? Das hier. Da ist der zweite. Schnell weg. Hui. Da ist der mit der Scheiße hier wieder. Verdammt. Aua. C5-Wall. Und die Spinne kommt, na klar. No. Ich bin da mal weg, ne? Lasst uns nach Osten abhauen. Auf die Bikes und weg. Und zwar flott. Am Strand entlang. Du! Diese ekelhaften Spinnen hier. Na, aber dieses komische Teil, diese Schabe oder was, das war dir da richtig viel ausgehalten, ne? Ja. Die war ja nur. Man war eigentlich hinkommen. Das war halt auch nur eine Pistole, ne? Ja, und keine Rüstung und so, ne? Das Ding war schon mal ekelhaft. Okay. Ja, aber dann würde ich sagen, lasst uns an der Stelle für heute Schluss machen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter zum Thema Standortsuche, Base Building etc. Ne? Oder was? Ja, genau. Beziehungsweise Base und Hoover. Genau. Ja. Das sollte so der nächste Plan sein. Also, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Dabeisein bei Empyrean Galactic Survival. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Wir freuen uns auf euch. Ne? Bis dahin. Bis neulich. Ciao.